Willkommen, Freunde, zum Part Sonic Adventure 2 Battle. Ich habe vorhin, bevor ich das gestartet habe, nochmal nachgeguckt, ob irgendein Schau-Ei zur Verfügung steht, was wir noch nicht haben. Aber derzeit gibt es immer noch Weiß, deswegen werden wir uns jetzt erstmal mit der Story vergnügen. Ich denke mal, wir müssen Hero weitermachen. Oh, Aquaman. Willkommen, Knuckles. I didn't expect the inside of the mines to be like this. This is gonna be tougher than I thought. Knuckles, sei froh, dass du es so gut hast. Ich wäre gern auch an diesem Ort. Es ist wirklich berühmt heiß hier im Zimmer. Ich kann euch mal sagen, wir haben jetzt ziemlich spät, nach 0 Uhr. Und ja, in meinem Zimmer sind es erstaunliche 30 Grad. Das ist schrecklich. Hier ist nichts. Wasserpegel senken. Ich senke ihn mal auf 2 erstmal. Ja, oh, Joe nervt mich nicht. Ich habe schon den ersten im Radar, das ist gut. Also in der Richtung. Blub, blub, blub. Gib mir mal die Blase. Also irgendwo dahinter muss da sein. Okay. Nö. Also in der Richtung. Gut. Frage ist halt nur, ob oben oder unten. Vielleicht. Hier irgendwo. Ich wollte zwar runter, aber nicht so. Und, ey, Knuckles, kannst du mal aufhören, dich an den Wänden festzuhalten? Danke. Wow. Okay, it's closer. Okay. Wo bist du denn? Unter dem Ding oder wie? Och ja, ist gut. Du da. Ha. Ach, die Geister fucken ab. Naja, komm, ab zum nächsten. Ach ja, verdammte 30 Grad und das nach... Ja, es ist 2 Stunden Lüften. Sogar mehr noch. Der Ventilator ist auch noch an. Ah ja, naja. Hitze ist Hitze, da kann ich nichts gegen machen. So. Weiter konzentrieren hier. Falsch. Wo befindet sich der letzte? Ne, denn der letzte, sage ich schon, der nächste. Auf jeden Fall nicht hier. In diesem Umfeld. Das ist unvorteilhaft. Na toll. Na komm. Eigentlich wollte ich nur hoch, aber der hilft mir nicht hoch. Blöd, dass ich Aquamine am wenigsten von allen Stages von Knuckles gemacht habe. Ist in der Richtung schon mal, okay. Ich tendiere erstmal dazu, dass ich den Pegel senke. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, der Rang wird nicht berauschend. Der Schatzsucher muss schnell gehen. So. Ah, Schauschlüssel. Zumindest finden wir den mal. Gut. Hier oben irgendwo? Nein. Was in dem anderen Gang da unten? Ah, bei den Totenköpfen. Ist closer? Ah. Gut, fehlt uns noch einer. Ich hoffe, der geht diesmal schneller. Dann haben wir doch noch was vom ganzen Preis. Oh ja, komm, gelben Stab. Warum nicht? Bah! Top, 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 top. Nein. Oh gut, Knuckles kann drauf stehen. Ja, ich will nur ein Taxi nach oben. Okay, der scheint weiter oben zu sein. Die Richtung. Okay, hier ist er nicht. Wo kann er sonst stecken? Ich will den Bildschirm nicht anreden. Das ist mir schon einmal passiert aus Versehen. Hier hinten bei euch? Nein. Also auf die Mitte reagiert er. Das heißt, ich tendiere mal, dass er oben ist. Also Wasserpegel erhöhen. Gut.
Hopp. Hoch mit dir. Irgendwo ist er doch bestimmt hier. Eine weitere Schaukiste. Ach komm. Die Geister fucken ab. So. Na toll. Bringt mir alles nichts für unseren Schau. Ist closer? Bei den Schienen. Hier? Ne, hier oben nicht. Ah, die Tonne? Nein. Also hier bei den Schienen. Das hatte ich auch noch nie. Da muss ich echt sagen, dass ich bei einem bei den Schienen hatte, dass das... Wow. Na, mal sehen, was jetzt rauskommt. Ah, C-Rang. Okay, kann schon mitleben. Boah, entschuldigt, ich muss trinken während der Aufnahme, sonst sterbe ich. Das ist schlimm. Gut. Ciao, World. Auf, komm. Ich will mit Nackens in die Ciao, World. Ups. Ja, ich weiß, ich darf mich mit dem Einschau, den wir jetzt haben, nicht abgeben, weil wenn ich ihn jetzt mit Knuckles... Oh, spielt's mit dem Auto? Oh, er spielt mit dem Auto. Auto. Will dein Auto. Gib mir dein Auto. Ah, das kommt doch richtig. Ein Bunny mit Hufen und Tigertatzen. Einen Tigerschwanz. Mit Wildschwein hauern. Spielt mit einem kleinen Auto. Jetzt will ich mal rausfinden, wo vorne und hinten ist. Ah, das vorne. Auto. Hi, Seerobbe. Auto. Okay, ich lasse es. So, okay, wir dürfen den Chow nicht behandeln. Sonst wird er lieb. Gut. Frage. Gesagt, Feststellung. Andere Chow befinden sich noch im Kindergarten. Aber was ich jetzt mal so nebenbei versuchen werde. Just so fun mal. Hier mal abbuddeln. Ja, ich weiß, es geht schon in die Zeit, aber... Das Buddeln bringt wirklich was. Von denen, die es nicht wussten. Denn ihr könnt... Wenn ihr das wirklich... Das ist Glückssache. Einen Kürbis... Da! Wenn man vom Teufel spricht, einen Kürbis bekommen. Cool, ich habe ihn noch vorm Sprung aufgefangen. Ja, man kann einen Kürbis bekommen. In dem Dark Garden könnt ihr Totenkopf bekommen. Siehe, den habe ich nämlich schon. Den habe ich nämlich hier oben hingestellt. Ja. Und im normalen Garten bekommt ihr auch nur einen Kürbis, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Gut, machen wir mal weiter im Text. Hey guys, long time no see. I must have got lost in the mines. Looking for the Master Emerald pieces was tougher than I thought it would be. Where are we anyway? Hey, where are you going? Move aside, Knuckles. I managed to find the transcript between Eggman and the President in the government's computer. I'm following the President's limo right now. If we get into the limo, we can trace the call to find Eggman. Okay, let's meet up there. Da kannst du jetzt mal hinterher rennen, Amy. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Okay, verfolge die Limousine des Präsidenten. Yeah. Auf geht's, Tails. Rennspiel. Aber ich bin schon Fan von Rennspielen. Ja, mein Lieblingsgenre. Rennspiele. Rennspiele, Jump'n'Runs. Oh, verdammt. Dafür mach ich mir hier nicht gerade... Ja, es ist den besten Hut. Ich möchte ein paar Ringe einsammeln hier.
Ich habe diese Mission damals mit einem Kumpel eher genutzt dafür, um für die Chaos zum Beispiel die schwarze Mütze, wie heißt es, zu holen. Wir haben insgesamt, ja, es ist maximale Playzahl in diesem Level erreicht, also 999 Mal. Und das war schon, ja, heavy. Bis wir irgendwann was herausgefunden haben und dann haben wir das nicht mehr gemacht. Hoppa. Und so gesehen ein Glitch, um mehr als das Geld zu bekommen. Aber lohnt sich wirklich erst, wenn ihr die schwarze Mütze habt. Also, sage ich mal nichts dazu weiter. Aber ganz ehrlich, wenn man die schwarze Mütze hat, braucht man nämlich gar nichts mehr irgendwie. Meiner Meinung nach. Aber es gibt welche, die wollen dann vielleicht alle Gegenstände haben. Denen könnte es doch ziemlich praktisch werden. Obwohl ich bevorzuge lieber die blaue oder rote Mütze als die schwarze. Weil schwarz-grau, das finde ich so fad. Sagen wir es mal, wir nennen es fad. Und ja, die rote Mütze ist ja rot-gelb. Die blaue Mütze ist, glaube ich, ein dunkleres Blau und Türkis. Wenn ich mich nicht irre, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Aber ich ziehe den Chaos ungern sowieso, wer es ist. Dinge über den Kopf, denn die sehen danach komisch aus. Ich will lieber die Gesichter der Chaos sehen. Ach, verdammt. Nein, du nimmst mich mit. Juhu. So. 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 Power Boost. Und noch einmal. Okay, jetzt warten wir drauf, bis die Limousine im Bild ist. Danach benutzen wir erst den Power Boost. Weil das ist hier irgendwie so ein Zeitding. Und sobald man die Limousine sieht, kann man das extrem abkürzen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt es mir so vor, wenn ich davor Power Boost gemacht habe. Oder Power Schub, Tempo Schub, keine Ahnung. Dann. Ja. Hat es trotzdem gleich lang gedauert. Wenn man halt die Limo sieht, dann zieht man ran und gut ist. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das so hinkriege. Cool. Oh, Minispiel. Mr. President, reports show that since the incident 3 hours ago, the country is in turmoil. Our financial communities are impacted and our satellite communications are down. An emergency meeting has been called. Mr. President, this is a national crisis. Spare me the details. Exactly just what is it that you want? Dr. Eggman? Well, let's just get down to business then, shall we, Mr. President? I won't bore you with all the details since I know you are a very busy man. Mr. President, my demands are quite simple. Surrender to the Eggman Empire and make no attempts to resist. Otherwise, your country will cease to exist. You have 24 hours to give me your answer. No way! What the? Sonic! Eggman Empire! Yeah, right! What the heck's going on here? Don't worry, no. Mr. President. What did Everything's you do? Under control. Just leave it to us. Got it, Tails? I got it! He's transmitting from the space colony Ark! Okay, let's move it! Wait up, Sonic! Hey, you! Wait. Mr. President, we're receiving an incoming signal from our agent. Inside that pyramid? I saw Eggman go inside the pyramid. And more importantly, I saw that Batgirl go inside with him as well. But you saw them too, right? Yeah! Should be able to get into outer space from there. I don't know what this space colony is all about, but I'll find and destroy that camp, and then kick their imperial butts. All right. I'll go and find the entrance.
Juhu, noch eine Episode mit Tails. Noch ein Abschnitt. Oh, verdammt. Ich glaube nicht, dass ich das in dem einen Part hinkriege. Ich gucke einfach mal. Ah, stimmt, ich habe erst Gleiten schon. Ah, dem Gleiten sei Dank. Okay, rechts lang kann ich nicht gehen, sonst würde ich da rechts gehen. Denn rechts befindet sich ein Tiger. Gut zum Schau trainieren. An sich hab ich in meinem Tutorial auch gesagt, dass ich mit einer Freundin gemacht habe. Ja. Hier ist eine der besten Maps, um Tiger zu sammeln. Ey, geh kaputt. So, und euch beiden nehme ich auch noch ins Kreuz. So. Gib einen besseren Score. Aufmachen. Hallo. Bum, bum. Mal sehen, wie schnell ich die Map hier hinkrieg. Den Tiger will ich haben. Gut. Hier war noch ein Stinktier oder so. Ja, wusste ich sogar. Oh Mann, Eggman, warum machst du solche Türen? Den kannst du dir nicht anständige leisten. Also das ist echt gar nicht auffällig, wenn man mal so bedenkt. Hier Eggmans Geheimversteck. Eine Flagge von Eggman. Eggmans Markenzeichen. Sein Face und so. Bloß nicht auffällig, Eggman. Ich frag mich, wie er selber hier reingekommen ist damals. Naja. Naja. Komm runter. Tschüss. Ein Powerstab. Ich verzichte. Opa. So. Und zur Info. Ihr könnt nicht zwischen diesen Balken und der Wand da durch. Es ist eine unsichtbare Wand. Könnt es gerne ausprobieren. Ich hab's schon mal versucht. Ich bin nicht durchgekommen. Hab mich vielleicht blöd angestellt, aber ich gehe von aus, das ist eine unsichtbare Wand. Ich bin nämlich nirgendwo angehackt. Gut. So, jetzt kommen die Affen, jetzt kommen die Affen, jetzt kommen die Affen, ich hab Affen töten. Naja, eigentlich sind es Affenroboter, aber okay. Und zwei Tiger. Ich kümmere mich mehr um die Tiger als um die Map. Ist noch ein Tiger da? Nö. Schade. Und runter damit. Rupp die Kuh. Eventuell finden wir hier noch einen Tiger. Oh, cool. Dass ihr Glück gehabt. Weil das ist ein Zufall, ob da ein Tiger kommt oder nicht. Appa. Ah, komm. Ich will hier viele Ziele haben. Nee, hier seid nichts. Ah, da unten haben wir mal eine Schaukiste. Oh, ein Tiger. Ha. Den Tiger eingesackt. Aufmachen, aufmachen. Gut. So, an dem Save-Punkt werde ich mal einen Cut setzen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin.